Schatz, wo ist denn der Autoschlüssel? An meinem Platz. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ist der Schlüssel so eine verdammte Ja, so oder so ähnlich passiert mir das wirklich sehr, sehr häufig, egal ob auf der Arbeit oder zu Hause. Mein Handy, mein Portemonnaie oder meine Schlüssel, die verlege ich wirklich andauernd und suche sie dann einfach Ewigkeiten. Aber es gibt eine Lösung für das Problem. Ihr erinnert euch vielleicht noch, 2017 war ich auf der IFA. Die Videos habe ich euch mal verlinkt hier, die Vlogs, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und dort habe ich diese junge Dame hier getroffen. Das ist Ebru und Ebru arbeitet bei Teil. Und hat uns ein bisschen was über die Bluetooth-Tracker von Teil erzählt. Da gibt es nämlich verschiedene Varianten. Es gibt flache, beispielsweise für die Brieftasche, oder etwas robustere wie den Teil Sport hier. Den könnt ihr dann zum Beispiel an eure sportlichen Gerätschaften wie euer Fahrrad dran machen und könnt dann euch jeweils den letzten Standpunkt anzeigen lassen, wenn das Gerät mit eurem Handy verbunden war. Oder ihr könnt auch Gegenstände in der Wohnung klingeln lassen, wenn ihr dort beispielsweise euren Schlüssel irgendwo verlegt habt. Dann könnt ihr die klingeln lassen und wiederfinden. Es geht auch noch ein bisschen mehr, aber dazu gleich. Wie der Zufall so will, hat mich dann vor ein paar Monaten auch Chipolo angeschrieben. Die machen ganz ähnliche Bluetooth-Tracker und haben gefragt, ob ich die mal testen möchte. Und da ich ja auch schon die von Teil hatte, habe ich gesagt, klar, schickt mal was zu. Ich habe ein paar Testgeräte hier und mach mal so ein Vergleichsvideo. Ja, jetzt hat es ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, aber ich will euch die Teile unbedingt zeigen, denn die sind wirklich super praktisch. Und was die so können und worin sie sich vielleicht unterscheiden, das seht ihr jetzt. Beim Stöbern durch die Websites wird bereits deutlich, Teil bietet einem mehr, sowohl was die Auswahl an verschiedenen Bluetooth-Trackern angeht, als auch an Zubehör. Neben dem Teil Sport, Style, Made und Slim gibt es auch einige zusätzliche Accessoires, wie zum Beispiel Taschen, welche dann ans Fahrrad gebunden werden können, oder Gepäcketiketten. Außerdem könnt ihr Aufkleber kaufen, um euren Teil farblich aufzufrischen. Chipolo bietet im Gegensatz nur drei verschiedene Modelle an, den Classic, den Plus und Chipolo Card. Allerdings könnt ihr hier bereits eure Lieblingsfarbe auswählen und müsst keine kolorierten Aufkleber kaufen. Einziges ergänzendes Gadget ist ein Portemonnaie, welches ein extra angepasstes Fach für ein Chipolo Slim bietet. Generell passt der Slim aber auch in jede andere normale Brieftasche. Was beide Hersteller voraussetzen, ist natürlich die dazugehörige App. Diese sind wirklich ganz easy und übersichtlich aufgebaut. Mit einem Druck auf den Tracker selbst aktiviert ihr diesen und fügt ihn eurer App hinzu. Das funktioniert bei Teil und Chipolo im Prinzip identisch. Jetzt gibt es unterschiedliche Szenarien, wie ihr eure Bluetooth-Tracker verwenden könnt. Zum Beispiel geht es auch, dass wenn ihr euer Handy verlegt habt, dann könnt ihr euer Handy bimmeln lassen, selbst wenn es lautlos ist. Und das ist wirklich super praktisch. Dazu nehmt ihr einfach euren Bluetooth-Tracker, das funktioniert bei Teil und Chipolo genau gleich. Ihr drückt einfach zweimal auf den Tracker und euer Handy sollte anfangen zu klingeln. Das ist natürlich super praktisch und funktioniert bei beiden auch wirklich gut. Allerdings haben die Geräte von Teil einen entscheidenden Nachteil. Die Funktion geht nämlich nur, sofern die App auch geöffnet ist. Und bei Chipolo habt ihr in der App die Möglichkeit, diese immer im Hintergrund laufen zu lassen. Das heißt, selbst wenn ihr eure Apps mal schließt, dann ist die im Hintergrund immer geöffnet und ihr könnt drücken und euer Handy finden. Bei Teil ist das nicht der Fall. Da steht es auch in der Betriebsanleitung, dass die App immer im Hintergrund geöffnet sein muss, damit diese Funktion funktioniert. Macht ihr die irgendwann mal aus Versehen zu, könnt ihr euer Handy damit nicht mehr klingeln lassen. Und ich habe wirklich alles Mögliche versucht und nichts gefunden, wie ich die App irgendwie im Hintergrund hätte offen lassen können. Ich habe sogar mal den Julian von Own Galaxy angeschrieben, der ist ja eigentlich Android-Experte, und der sagte, ich soll mal in den Entwicklereinstellungen nachschauen von meinem Gerät. Da kann man vielleicht manchmal die Apps eigentlich dann im Hintergrund geöffnet lassen. Ich habe es nicht geschafft. Ich kam zwar in die Entwicklereinstellung, aber habe die Funktion dort nicht
so einstellen können, dass Teil immer geöffnet war. Es hat einfach nicht funktioniert. Falls ihr da mal eine Idee habt oder ihr glaubt, ich habe da irgendwas falsch gemacht, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber wenn Teil schon sagt, die App muss im Prinzip manuell immer offen gehalten werden, vermute ich mal, es wird nicht funktionieren. Ich korrigiere mich gerne in der Infobeschreibung, falls ich da mal eine Lösung finden sollte. Aber das ist natürlich ein Nachteil. Andersherum funktioniert das Ganze natürlich dann auch. Ihr könnt also auch Gegenstände, an denen der Tracker befestigt ist, in eurer Wohnung bimmeln lassen, falls ihr den dort irgendwo verlegt habt. Der Tracker klingelt dann, sofern ihr dann in der App auf Suchen klickt. Ihr müsst euch allerdings in Bluetooth-Reichweite befinden. Das gibt euch hier so ein grüner Kreis an. Dann wisst ihr, okay, der Gegenstand ist in der Umgebung und klickt dann auf den Autoschlüssel in diesem Fall und dann klingeln zum Finden. Und dann klingelt er. Und wenn er dann in der Sofaritze versteckt ist, wisst ihr, aha, da ist er also. Das gleiche funktioniert mit Teil genauso gut. Da könnt ihr ebenfalls in der App dann auf den Gegenstand gehen, den ihr sucht. In dem Fall die Brieftasche. Da ist er drin. Was die Lautstärke betrifft, sind beide Geräte mit gemessenen rund 90 Dezibel ungefähr gleich laut. Insgesamt funktionieren die Tracker sehr zuverlässig, wenn es darum geht, Gegenstände innerhalb der Bluetooth-Reichweite zu finden. Selbst wenn ihr sie mal vor dem Haus oder im Garten verliert, kein Problem. Denn wasserfest sind zumindest der Teil Sport als auch der Chipolo Plus, in diesem Fall das rote Modell. Aber auch der Chipolo Classic hier in Gelb wird zwar nicht offiziell als wasserfest angegeben, bestand den TechLove-Spritzwassertest aber dennoch. Das sollten sie auch, denn ein drittes Szenario setzt diese Eigenschaft voraus. Denn was passiert, wenn man seinen Schlüssel unterwegs verliert? Auch dafür bieten beide Apps eine Lösung. Wie dies funktionieren soll, seht ihr gleich. Vorab machen wir uns aber mal auf die Suche nach einem belebten Standort, wo wir den Tracker ablegen können und wo er nicht gleich geklaut wird. Gesichert mit einem Schloss sollten die Geräte nicht so schnell verschwinden. Und selbst wenn, dann müsste ich sie ja eigentlich wiederfinden. 10 Tage lang bleiben die Tracker jetzt also an einem für euch unbekannten Standort liegen und warten darauf, gefunden zu werden. Doch wie funktioniert das jetzt eigentlich? Denn das sind ja alles hier Bluetooth-Tracker und die Bluetooth-Verbindung reicht ja nicht von hier, von meinem Zuhause bis zu dem Standort, wo sie liegen. Also das klappt nicht. Durch mich können sie also nur schwer gefunden werden, aber durch die Community von Teil oder Chipolo. Denn jeder, der die Teil oder Chipolo-App installiert hat und an meinem Tracker vorbeiläuft, der registriert dieses Ding im Prinzip und ich bekomme dann eine Nachricht auf meine App und dort wird mir gesagt, hey, da ist jemand an deinem Tracker vorbeigelaufen, schau mal in diesem Umkreis nach. So im Prinzip sollen die Dinger gefunden werden. Ebro hat mir damals erzählt, also die Dame von Teil auf der Messe, dass die Finderrate, ich glaube, über 90% liegt. Ich bin mir da jetzt mittlerweile nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls war ich damals schon sehr skeptisch und ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich dran glauben soll, zumindest nicht in Deutschland. Und bin daher sehr gespannt, ob die Dinger wirklich gefunden werden können. Über meine Social Media Plattform, Twitter oder Instagram, könnt ihr das Ganze mitverfolgen. Ich mache mal einmal eine Halbzeit und spätestens nach 10 Tagen erfahrt ihr dort dann, ob die Tracker gefunden wurden. Ich bin sehr gespannt. Mal schauen, ob jemand dort vorbeiläuft von euch. Genau, spätestens bis dahin, ansonsten auch im nächsten Video sehen wir uns wieder und bis dahin macht's gut, ciao.